Yes, Fortuna, Fortuna. Herr Kotti Das steht immer. noch im Block. Herr Kotti steht noch im K-Block. Ja, herzlich willkommen zur 141. Sendung. Ist ja quasi so eine Zwischensendung, wo wir mal keinen Ausblick auf das nächste Spiel haben. Deswegen können wir, glaube ich, ja, mit noch recht viel Emotionen, guten Erinnerungen oder auch weniger guten Erinnerungen, weil wir vielleicht gar nicht so viel mehr mitbekommen haben, auf das Spiel gegen Osnabrück zurückschauen. Da natürlich gleich mehr zu diesem sehr schönen Thema. Und ja, wir haben auch einen pickepackevollen Block an News. Ja, insofern sind wir gar nicht Angst und Bange, dass wir hier unsere Minuten wieder sehr gut voll bekommen. Und natürlich ganz am Ende der Sendung haben wir dann auch die Auflösung, wer uns am Sonntag hier als, ja, als Gast begleiten wird, wenn wir hier in unserer Sendung Sonntag, 24. März um ja, ca. 13 Uhr begrüßen dürfen. Keine Sorge, die Zeit ist sicherlich für den einen oder anderen schwierig. Das kann man dann auch im Nachhinein alles wieder live on tape auch sich noch anschauen. Aber gerne auch live beteiligen und Fragen stellen. Mehr dazu später am Ende der Sendung. Wir wollen ja die Spannung aufrechterhalten, ne, Kotti? Absolut, absolut. Und ich kann sagen, ja, ich bin wieder nüchtern. Wir sind glaube ich, alle aber nüchtern. Alle inzwischen. Ja, also wer uns ja aktiv verfolgt, der wird es mitbekommen haben. Wir waren an der Bremer Brücke live vor Ort mit einer relativ großen 8-Mann-Truppe sind wir dorthin gefahren und können entsprechend ja von unseren Erfahrungen vor Ort berichten. Und ja, also man muss sagen, wenn wir vorne anfangen, war eine richtig geile Auswärtstour, hätte ich gesagt. Ja, hat komplett gepasst, ne? Sowohl Treffpunkt am HBF, uns ein bisschen eingedeckt mit ein paar Kaltgetränken. Haben im Zug Spaß gehabt, war eine sehr kurzweilige Fahrt. Hin sind wir ja mit der grünen Bahnkonkurrenz gefahren, so viel darf man sagen, die extrem pünktlich war. Zurück war es dann mit der ja, Deutschen Bahn etwas unpünktlicher, aber auch soweit. Wir sind zufrieden, dass wir auch wieder heil und einigermaßen zeitig angekommen sind. Kotti, du hast mich, glaube ich, rechtzeitig vom HBF geweckt. Sonst wäre ich, glaube ich, weitergefahren bis nach München oder wohin der Zug gefahren wäre. Insofern, das hat auch alles geklappt. Und nein, Spaß beiseite. Das war eine super Tour. Wir haben nette auch Gespräche mit Osnabrück-Fans gehabt, die wir ja auch in unseren Brottönen noch versucht haben, einigermaßen auch als O-Ton auch zu sammeln. Da sei an der Stelle auch nochmal drauf verwiesen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und insofern komplett gelungen. Hat einfach nur Spaß gemacht. Also war das Beste, was wir, glaube ich, an diesem Freitag machen konnten. Haben wir auch schon einige Wochen vorher geplant gehabt. Ja, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, angekommen in Osnabrück, wie sich das gehört, wirst du von stark uniformierten ja, Leuten festgehalten. Drüber. Und ja, also wir hatten eigentlich vor, noch ein paar Wegbierchen und unterwegs zu Fuß zum Stadion zu laufen. Das wurde uns dann verwehrt. Entsprechend musste man den Shuttle nehmen, was aber im Nachhinein auch okay gewesen ist. Es ging ja relativ zügig tatsächlich, von daher super. Und dann das Stadion an sich, Osnabrück, Bremer Brücke. Hat was, ne? Es hat schon Kultstatus. So ein bisschen, ja. auch wer verfolgt hat in England, so Luton-Town-mäßig, so ein bisschen, zwar nicht ganz durch die Vorgärten, aber es ist halt tatsächlich mitten reingebaut ins Wohngebiet, alte Architektur und ja, hat einfach irgendwie Kultstatus, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Man ist extrem nah dran, egal an welchem Platz im Stadion man gesessen oder auch gestanden hat. Und ja, war einfach eine super Erfahrung, die wir auch fast so erwartet haben. Man hat ja schon vieles davon gehört, war unsere Premiere jetzt an der Bremer Brücke. Der eine oder andere, der mit uns war, war schon mal da. Insofern haben wir da schon viel mitbekommen. Aber in Summe total angenehm. Natürlich bringt das Ergebnis noch ja, das Übrige logischerweise mit zu einem gelungenen Abend. Wir wollen es de facto auch nicht überbewerten. Talentfrei hat sie gerade zu Recht auch moniert, dass es sicherlich kein Augenschmaus war. Aber ich sag mal so, da haben andere Mannschaften schon ganz anders ausgesehen. Und in Summe war das ein doch sehr ungefährdeter Sieg und insgesamt eine total reife Leistung. Und taktisch auch genau richtig einfach da aus einer ja auch wieder erneut soliden Deckung, wo wir auch fast nicht zugelassen haben oder immer einer von uns auch dazwischen war, geblockt hat. Und Kastenmeier jetzt das zweite Spiel in Folge nichts direkt auf seinen Kasten bekommen hat. Und das ist ja mit unserer Abwehrhistorie der letzten Wochen und Monate ja schon, ja,
eigentlich mehr als erwähnenswert, dass es jetzt so gelaufen ist. Am Ende muss man eigentlich oder kann man es zusammenfassen sogar, dass es ein perfekter Auftritt gewesen ist. Ja, wir waren jetzt nicht glanzvoll und haben auch Osnabrück jetzt nicht an die Wand gespielt, aber du hast es gerade schon gesagt, wir haben taktisch gut gestanden, souverän defensiv verteidigt, haben diszipliniert gespielt in der Defensive und vorne einfach tatsächlich diese ganzen Umschaltmomente, die wir bekommen haben, größtenteils, dann auch oder auch Chancen dann größtenteils effektiv ja genutzt. So, Ja, und total. steht dann da 0-4, was, glaube ich, von uns Fortuna vorher keiner für möglich gehalten hätte eigentlich, oder so optimistisch sind wir ja dann eigentlich nicht, dass wir sagen, wir hauen da Osnabrück jetzt weg, Nein. zumal, du hast es auch schon erwähnt, andere da auch schon Punkte gelassen haben. Also von daher kann man am Ende eigentlich nur sagen, es war in Summe ein super Spiel und Daniel Thuns Wunsch ist inzwischen eingetreten. Es ist wieder zu null gewesen. Ne? Also es ist ja dieser große Wunsch von Daniel Thun gewesen, dass dieses wilde Spiel aufhört und das scheint die Mannschaft jetzt dieser Phase aktuell sehr gut umzusetzen gegen die Gegner. Und am Ende steht da dieser verdiente Sieg. Ja, und da sind wir auf einem total guten Weg. Und klar, natürlich Topform von Solis, Topform von Autanaka derzeit. Das hilft und das zeigt halt deren Qualität. Wenn die das wirklich in der Form ja dauerhaft zeigen, dann kann da natürlich noch ganz, ganz viel gehen. Zeigt aber auch, was das Selbstvertrauen natürlich mit Christoph Solis macht. Da hast du einfach gesehen, auch beim 1:0, dass er den Volley nimmt und einfach dann auch ins kurze Eck dann auch versenkt, plus seine weiteren ja vielen guten Aktionen, noch weitere Assists, die er gehabt hatte. Das war klasse und Mustafa im Sturm fand ich auch sehr belebend, sehr agil, schon natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Wir haben ja auch grundsätzlich gesagt, Mensch, den würden wir gerne mal jetzt auch von Anfang an durchaus sehen und das ist in dem Spiel auch total aufgegangen. Er hatte ja noch wirklich zwei, drei gute Chancen auf weitere Tore. Eins hat er dann ja gemacht mit leichter VAR-Verzögerung. Ja, insofern auch das war absolut gelungen, dass man ihm da zu Recht die Chance gegeben hat. Macht auch Lust auf mehr, ne? Definitiv als Starter. Vollkommen, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Scheint auch effektiver vom Tor zu sein als ein da ferner. Ja, also Ja. von daher wichtig, dass er jetzt auch mal Spielpraxis bekommt und da auch den Konkurrenzkampf weiterhin hochhält. Vincent Vermey ist ja leider momentan nicht der gefragte Mann. Ich will gar nicht sagen, dass er komplett außer Form ist, aber einfach aktuell nicht der entscheidende Part auf dem Platz. Das kann sich relativ schnell natürlich wieder ändern. Ne? Aber Stand jetzt sind es andere und allen voran natürlich Christoph Zollis, du hast es gerade eingeblendet gehabt, der sein erstes Tor mit dem linken Fuß augenscheinlich gemacht hat. War mir Ja. nicht bewusst. Ja, hatte ich vorher Lese gelesen, ich jetzt dass das vorher erste Mal, noch aber keiner dabei war. ja, dann hat er endlich auch diese Serie gerissen. Ja, und auch hier hat Gysi vollkommen recht. Oberdorf und Siebert sehr souverän. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns in der aktuellen Phase, dass Jamil Siebert wieder da ist. Ja. Auch wenn er ja quasi ins kalte Wasser geschmissen wurde. Aber es funktioniert und der ist gleich wieder auf Top-Niveau, so wie er vor seiner Verletzung gewesen ist. Richtig, die beiden kann man sagen, haben sich nicht gesucht und doch gefunden. Ist ja logischerweise eine total notdürftig zusammengewürfelte Kombi in der Innenverteidigung. Aber auch da, also ganz ehrlich, da musst du dich jetzt auch erstmal wieder rankämpfen und vorbeikämpfen. Die Verletzten haben meines Erachtens jetzt nicht sofort das Recht, da sofort wieder zu starten, insofern das jetzt auch in der Stabilität bleibt. Aber gut, die Kadersituation wird sich hoffentlich weiter entspannen. Da wird die Länderspielpause jetzt auch logischerweise zu beitragen vom zeitlichen Aspekt. Aber ansonsten auch da war super. Und natürlich in so einem Spiel hast du dann vielleicht auch mal das notwendige Spielglück. Nicht wie in Hannover, wo Autanaka den Ball ja zum ja, 2:2 abfälscht. Jetzt fälscht er ihn halt dann zum dann natürlich alles entscheidenden 4:0 dann auch ab und macht dann auch noch seine Bude. Und ja, so ist es manchmal im Fußball. Das kannst du nicht erklären. Da gleicht sich das über Wenn die es Spiele läuft, dann dann auch mal läuft. auf, aus. Und so ist es wunderschön. Für uns eigentlich der perfekte. Ja, Start in jetzt diese länderspielfreie Zeit, um einfach da auch gestärkt dann wieder auch anzugreifen nach der Pause gegen Lautern. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, auch wichtig, du hast es angesprochen, es tut sich nämlich was auf den in dem Lazarett, da kommen wir auch später nochmal dazu, aber Genau. Daniel Thun kann wieder ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen.
So, und die Richtig. Länderspielpause kommt dann natürlich ganz gelegen, sodass der ein oder andere sich nochmal einen Ticken mehr auskurieren kann und wieder in die Form kommen kann. Und ja, dann einfach weiter anschließen an diese Form. Genau. Ihr seht es ähnlich. Hier nochmal mit Blick auf die Kommentare. Der Daniel hat es ebenfalls als sehr angenehm empfunden. Hammerspiel, netter Osnabrücker. Geile Choreos sei an der Stelle auch nochmal erwähnt auf beiden Seiten. Ja, war ja noch Kirmes im Hintergrund zu sehen. Die Osnabrücker haben da auch ja, ein wahrliches Feuerwerk hinter dem Stadion abgefackelt. Ja, ein bisschen schlauer finanziell betrachtet als bei uns, weil im Block kostet es wieder. Ich glaube, so ein Feuerwerk hinter dem Stadion kostet da nichts. Hätte ich fast gedacht, oder? Wenn es im Wohngebiet aus dem Wohnzimmerfenster gewesen ist, wahrscheinlich nicht. Das wissen wir nicht, aber auch das passte einfach zu einem sehr, sehr schönen Ambiente, Flutlichtspiel. Ja, auch der Albert sieht es ähnlich, war ja unseres Wissens auch vor Ort und hat sicherlich den Abend genauso gefeiert wie wir. Ja, und ich glaube, so viel mehr wollen wir jetzt gar nicht da in dieser Erinnerung schwelgen. Oder hast du noch irgendwas Spezielles, was du unbedingt noch zu Osnabrück ergänzen möchtest? Nicht wirklich, nicht wirklich. Also ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich könnte jetzt noch groß etwas zum Spiel sagen, da man so die zweite Hälfte, das Ende der zweiten Hälfte ein bisschen mehr verschwommen gesehen hat von den Rängen. Von daher. Lassen wir das mal so stehen. Lassen wir das auf jeden Fall so stehen und lenken ganz schnell mit der nächsten Info ab. Denn ja, Johannes hat sich die fünfte Gelbe. Das ist so vielleicht der kleine Wermutstropfen in dem Spiel geholt. Talentfrei hat es zu Recht hier auch aufgezeigt. Das ist natürlich mit Blick auf das Spiel in Lautern, das schwere Spiel in Lautern, sicherlich keine Stärkung. Aber gut, Schinter ist auf dem besten Weg, dann wieder hoffentlich so weit spielfit zu sein, dass er diese Lücke schließen kann. Das sagt auch die Gissi, nicht die Gisi, Kotti, da muss ich dich hier korrigieren. Das wurde gerade schon zu Recht moniert. Soll nicht mehr vorkommen, liebe oder lieber Gissi, das wissen wir natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du aufpassen, sonst hast du nämlich das direkt das nächste Wett Nee, jetzt habe schon ich noch gerade getroffen. so gerettet. Ja, ich weiß. Ja, nee, aber ich glaube, in Summe sind wir als Fortuna-Fans zufrieden und können mit diesem tollen Ergebnis zufrieden in die Länderspielpause gehen. Wir sind oben angedockt. Die Konkurrenz hat auch für uns gespielt, überwiegend an diesem Wochenende, so dass wir auch ein bisschen Puffer nach unten bekommen haben, die hinter uns. Das heißt, wir können uns voll auf den HSV vor uns konzentrieren in den nächsten Spielen, um die abzufangen. Und ja, auch Kiel ist nicht allzu weit weg. Das stimmt, aber die haben natürlich derzeit auch einen Lauf. Aber so weit wollen wir gar nicht schauen. Wir machen das mit kleinen Schritten und sind weiterhin in totaler Schlagdistanz. Genau. Ja, würde ich sagen, machen wir einen Haken an Osnabrück. Hier kam zwar gerade schon die Frage von Emma, hört man nichts, aber das ist ja schon eigentlich ein sehr guter Übergang in die News, wo wir dazu auch ein Thema haben. Aber das lasse ich dir natürlich an der Stelle nicht verwehrt, die Lieblingskategorie von dir auch anzukündigen. Da bitte ich auch drum. Das ist mein Baby quasi. Die News. Dun Genau, die News. Und ich habe es ja schon angedroht, der Zettel ist dann, obwohl nicht viel Zeit zwischen den Sendungen war, dann doch wieder sehr, sehr voll. Ja, womit fangen wir denn an? Ich glaube, wir haben ja auch sehr, sehr viele erfreuliche und vielleicht auch gar nicht so zu erwartende Neuigkeiten dabei. Ja, ist eine gute Frage, womit wir anfangen. Aber eigentlich würde es ja passen, weil wir gerade beim Thema Emma gewesen sind, so ein bisschen auf die Rückkehrer zu schauen. Ja. Von Emma hört man nicht viel. Ich habe die Tage jetzt gelesen, dass er auch wieder im Mannschaftstraining Ja. entsprechend drin ist, genauso wie Shinta Appelkamp und da auch voll mitgehen konnte, wohl. Auch Quashi wohl auch wieder voll dabei. Das hatte ich gerade auch noch gelesen. Sind ja noch hier Anfang Ja. der Woche. Am Dienstagabend nehmen wir jetzt heute auf. Und das sieht also in der Tat ganz gut aus. Erst recht, weil wir halt noch einige Tage bis zum nächsten Spiel haben. Und ergänzt sei das direkt mit einer weiteren positiven auch Nachricht. Gavory ist ja verletzt ausgeschieden, sah ja auch wieder nach Oberschenkelverletzung aus. Und da schwante uns ja schon Böses mit Blick auf die muskulären Probleme. Aber es ist keine strukturelle Verletzung. Er pausiert natürlich jetzt zu Recht Anfang der Woche. Da wird auch nichts riskiert. Aber der wird hoffentlich jetzt gar keine Ausfallzeit groß haben.
Also es soll wohl nur eine Zerrung gewesen sein, die im Zweifel mit ein paar Tagen Ruhe wohl ausgestanden sein sollte. Und Glück im Unglück wahrscheinlich gehabt. Und ja. Ja. Das sieht dann entsprechend gut aus und gut, Zimmermann und Klaus waren ja leicht lediert, haben jetzt wohl Anfang der Woche entsprechend auch nur individuell trainiert, wie auch Sobotka, der in seinem individuellen Aufbautraining ist. Das haben wir ja die letzten Wochen schon immer verkündet. Da wird ihm aber zu Recht auch die, ja, Zeit gegeben, die er dafür braucht. Und ohne es böse, zu meinen, so wirklich vermissen tun wir ihn derzeit im Mittelfeld auch gar nicht. Aber auch da sind wir natürlich froh, wenn wir da natürlich Optionen haben, ne, weil es wird weitere Ausfälle geben. Wir sehen es jetzt wieder mit gerade auch Stichwort gelbe Kartensperre. Da wird dann natürlich auch, je länger die Saison auch fortgeschritten ist, immer mal jemand wieder ausfallen und sich die fünfte oder vielleicht dann sogar die zehnte holen. Vollkommen richtig. Und ein Sobotka in Topform, wenn er da wieder hinkommen sollte, ist dennoch auch ein Spieler, der definitiv an der Startelf dann kratzen würde, würde ich behaupten. Aber da muss er sich natürlich erstmal wieder hinarbeiten. Aber dennoch, die Option zu haben alleine, ist natürlich schön. Definitiv. Ja. Ansonsten ist der Trainingsplatz aber auch ziemlich gelichtet, ne? Weil wir haben, und das ist ja grundsätzlich immer ein ganz gutes Zeichen, den einen oder anderen, der erneut oder auch zum Teil auch zum ersten Mal wieder zu den Nationalmannschaften muss. Oder darf, je nachdem, wie man es betrachtet. Ja, das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Wir haben natürlich immer ein bisschen Sorge, dass sich gerade hier unsere Topspieler, sind es ja in der Regel, die halt für die Auswahlmannschaften spielen, natürlich auch verletzen könnten. Aber sehen wir das Positive erstmal hier im Fokus. Stichwort Marktwertsteigerung, Stichwort Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen des Spielers und ganz einfach auch klar, dass unsere Fortuna da auch indirekt vertreten ist dann. Da allen voran, wir wissen es ja, unser Aushängeschild fast schon, unser japanischer Nationalspieler, der auch die Deutschen schon geärgert hat, mehrfach, der ist nominiert und wird entsprechend für Japan wahrscheinlich mindestens einmal am Platz stehen, gehe ich von aus. Zweimal wird gegen Nordkorea gespielt, finde ich übrigens sehr interessant in der WM-Qualifikation. Sollte aber im Normalfall, ja, glaube ich, kein allzu schweres Los sein. Nö, da ist nicht von auszugehen. Weitaus spannender ist natürlich hier die Situation in den EM-Playoffs für Island, Schrägstrich Johannesson und Griechenland. Und das ist sicherlich, ja, ich will nicht sagen eine totale Überraschung, aber war vielleicht gar nicht so zu erwarten. Ja, der Christos Zollis ist nämlich jetzt auch das erste Mal für die A-Mannschaft nominiert worden und kann dementsprechend auch da vielleicht eine Rolle gegen Kasachstan spielen. Im entsprechenden auch hier EM-Playoff-Halbfinale. Der Vollständigkeit halber, die Isländer haben es zu tun mit Israel. Ja, insofern ist das der erste von zwei notwendigen Schritten, um doch noch zur EM zu kommen, wo ja das Teilnehmerfeld bekannterweise sehr aufgebläht mittlerweile ist. Aber gut, so ist es nun mal. Und ich meine, wenn ich es richtig gelesen habe, könnte ein neuer Deutschlandschreck geboren werden. Denn ich glaube, es ist ein Testspiel ja vereinbart zwischen Griechenland und unserer deutschen Nationalmannschaft. Habe ich auch gelesen, ja. Und auch da könnte ein Fortuna ja in Form oder in Sachen oder in Persona von Christos Zollis entsprechend in seinem Debütjahr vielleicht auch die Deutschen ärgern. Und ja, Daniel schreibt es hier zu Recht, beide können es zu EM schaffen. Das wäre natürlich für uns Fortuna ein Traum, ne? Also zwei EM-Spieler zu haben. Definitiv. Und die Ja, Sorge von Gissi können wir auf jeden Fall direkt hier nehmen, weil Island wird nicht auf Griechenland treffen können. Wir sehen es ja auch in der Einblendung. Der mögliche Finalgegner von Island wäre der Gewinner aus der Begegnung Bosnien, Herzegowina und Ukraine. Und bei Griechenland wäre es der Gewinner der anderen Partie Georgien gegen Luxemburg. Also auch da sind die möglichen Finalgegner. Ja, ich sag mal machbar, aber wir wollen uns jetzt gar nicht so sehr hier auf die EM-Quali versteifen. Aber interessiert uns natürlich allein aufgrund unserer Spieler dann doch ein Stückchen, ne? Vielleicht ist ja hier auch schon das EM-Finale gemeint, wenn man sich dann qualifiziert hat. Das wäre sehr weit und sehr optimistisch gedacht, aber wer weiß, ne? Das sind natürlich hier die Spekulationen hinter jeder Man Antwort. darf Genau. ja schon mal träumen, ne? Von Genau, daher. natürlich, natürlich. Ja, der Vollständigkeit halber natürlich auch
die Nachwuchskräfte bzw. für die Nachwuchsauswahlen der jeweiligen Länder. Jamil Siebert für die U21 nominiert. Die spielen gegen Kosovo sowie gegen Israel, entsprechend auch in der EM-Qualifikation für die U21-Europameisterschaft. Und Takashi Uchino für Japans U23. Da sind es zwei Freundschaftsspiele gegen Mali und gegen Ukraine. Ja, wer sich das dann noch anschaut, der ist wirklich sehr, sehr, sehr Fußball interessiert. Genau. Ja, das zur Abstellung unserer Spieler zu den Auswahlmannschaften. Ja, weitere gute Neuigkeiten. Fangen wir mit der etwas älteren Neuigkeit an. Wir haben ja nicht nur eine, sondern zwei Vertragsverlängerungen, die wir uns beide, glaube ich, sehr erhofft. Erträumt will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die erste, Jamil Siebert. Bleibt uns Also das, erhalten. die habe ich mir schon irgendwo so ein bisschen erträumt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in der Form, in der er ja zuletzt gewesen ist, in dem Alter, in dem er sich befindet, mit der Körperstatur, die er hat und alles. Oh, er erinnert ja schon so ein bisschen an Jonathan Tah, der ja damals bei uns auch gewesen ist, der ja jetzt auch so den Durchbruch so langsam schafft, auch in der Nationalmannschaft entsprechend. Und ja. Also umso schöner und umso besser ist es, dass die Fortuna geschafft hat, hier tatsächlich den Vertrag vorzeitig zu verlängern, weil der ursprüngliche Vertrag lief, glaube ich, noch bis 25 sogar. Oder 26, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, so Aber lange man, nicht, so lange nicht. aber 25, glaube ich, war es gewesen. Und von daher hat man ihn jetzt entsprechend als Ur-Düsseldorfer, als Düsseldorfer Jung weiterhin an die Fortuna gebunden. Genau, und er Sehr hängt, schöne glaube ich, auch Nachricht. sehr an der Fortuna und an Düsseldorf. Und ja, das können wir nur allzu gut verstehen. Gibt allerdings einen relativ, ja, ich will nicht sagen großen Wermutstropfen, weil heutzutage ja oftmals üblich bei ja, solchen attraktiven und interessanten Spielern, Stichwort Ausstiegsklausel, die ist in der zweiten Liga, wird kolportiert bei um die 5 Millionen Euro. Wenn man nicht aufsteigen würde, wäre das eben die mögliche Option. Wobei ich da nicht genau weiß, ob das jetzt auch schon in diesem Sommer gelten würde. Klärt uns da gerne auf, wenn ihr da mehr wisst oder ob du da mehr weißt, Cotti. Da haben wir jetzt gar nicht vorher drüber gesprochen. Nee, also ich habe auch nur die Info gelesen, ob es tatsächlich dieses Jahr schon der Fall ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es erst im Jahr da drauf greifen würde. Aber das Ja, weiß das man ja denke ich nie. auch. Also ich bin ja immer vorsichtig, wenn sowas durchsickert, weil auch die Medien, die Journalisten haben natürlich gewisse Quellen, aber auch denen wird nicht der Einblick in die Vertragsverlängerung gewährleistet und auch die haben waren nicht dabei live vor Ort und haben den Vertrag gesehen. So, Ja. von daher immer vorsichtig sein. Aber sollten wir aufsteigen, gibt es auch eine Ausstiegsklausel in der ersten Liga, die ist dann ein bisschen höher angesiedelt, so sagt man. Die soll wohl rund um die 9 Millionen Genau. liegen. Genau. Und machen wir uns nichts vor. Im Zweifel, wenn da eine Mannschaft kommt und das Geld für einen Bundesligisten, ist es eine sehr überschaubare Summe leider, auf den Tisch legt, ist es für uns natürlich im Zweifel Rekordeinnahme nach Benito Araman vor vielen, vielen Jahren. Und ja, nur so geht es halt bei unserer Fortuna, entsprechende Transfererlöse auch mitzubekommen. Natürlich möchte man ihn ungern verlieren, aber man muss da halt diesen Balanceakt logischerweise aus unserer Sicht irgendwo auch hinbekommen. Und da sind wir mit dieser Verlängerung sicherlich auf einem guten Weg diesbezüglich. Gerne sportlich weiter und wenn nicht, dann halt doch mit einem finanziellen Ausgleich, der uns dann gut tun würde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ja, aber das ist nicht die einzige Verlängerung. Ich habe es gerade schon kurz durchklingen lassen. Ihr werdet es vielleicht ja auch schon und sehr wahrscheinlich gesehen und mitbekommen haben. Ja, der Zimbo Timbo! bleibt uns erhalten. Das freut uns sicherlich mindestens genauso. Ist natürlich, klar, natürlich ein ganz anderer Spielertyp, ist in einem ganz anderen Alter, ist im Übrigen der erfahrenste, sprich auch der älteste Kaderprofi derzeit bei uns. War mir gar nicht so bewusst, aber er ist ja auch schon eine Institution bei uns, ein absoluter Publikumsliebling, eine Kampfsau, der ja ganz einfach mit seiner Emotion, die er ehrlich und authentisch rüberbringt, das Publikum mitnehmen kann und dementsprechend ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Auch hier ist die genaue Vertragslaufzeit nicht bekannt. Wir haben da durchklingen hören, dass es wohl ein Jahr plus Option bei ihm ist.
wo der eine vielleicht sagt, Mensch, nur so wenig. Man kann aber auch die Meinung vertreten, Mensch, er war jetzt leider auch etwas verletzungsanfälliger und ist sicherlich auch weiterhin im oberen Gehaltsdrittel der Fortuna angesiedelt, sodass man hier ganz einfach aus Sicht der Fortuna natürlich auch ein gewisses Risikomanagement haben musste. Und ich würde auch mal behaupten, dass jetzt, ich sag mal, Bundesligisten da auch nicht Schlange stehen, um einen bald 32-jährigen Außenverteidiger zu verpflichten. Also bei aller rot-weißer Vereinsbrille, die wir natürlich auch aufhaben, muss man das, glaube ich, auch versuchen, ein bisschen einzuordnen. Dennoch bin ich total froh, dass ich das jetzt hier die Tage gelesen hatte und hätte mir das schon viel früher gewünscht. Absolut, absolut. Also die Verpflichtung ist folgerichtig. Er ist die Konstante auf der rechten Seite, wenn er nicht verletzt ist, der Ja. da ackert und immer mit Leidenschaft vorangeht und entsprechend auch ein Leitwolf unseres Teams ist. Aber ich bin absolut bei dir. Neutral gesehen muss man da auch bei unserer klammen Kasse sagen, ja, da wird man ein bisschen kürzer vielleicht die Vertragslaufzeit auch gewählt haben, einfach aus dem Grund, weil er nicht mehr der Jüngste ist. Aber man weiß ja auch nicht, also wie gesagt, Fortuna gibt ja nichts preis. Das ist ja die neue Vorgehensweise bei Vertragsverlängerungen, dass man da, oder auch bei Verpflichtungen zum Teil, dass man da sowas nicht äußert, um da im Zweifel Konkurrenten nicht auf den Plan zu holen, und da gegebenenfalls Potenzial zu sehen für Offerten. Aber man weiß nicht, ist es eine Option, die da vielleicht mit vereinbart worden ist für Zimbo selbst, für den Verein? Vielleicht aktiviert sich eine Klausel auch automatisch nach einer gewissen Anzahl an Spielen. Auch sowas ist ja immer denkbar. Und Genau. dann sind es von vornherein 2 Jahre, die da quasi vereinbart worden sind. Und damit wäre ich, um ehrlich zu sein, eigentlich Ja, fein. Und es das heißt ja das auch könnte ich mir nicht, auch dass wir vorstellen, nicht dass dem so uns in ist. einem Jahr noch mal hinsetzen können, ne? Auch Ja, das ist ja definitiv. nicht Also ausgeschlossen. finde ich absolut nachvollziehbar. Und ja, wir sehen es ja auch in der Einblendung noch oben rechts, dass natürlich er jetzt mit Flo Kastenmeier, Felix Klaus, Tim Oberdorf, Sima Suso und Jamie Siebert der sechste Profi ist, der jetzt in der laufenden Saison auch zu einer recht frühen Zeit, ja, jetzt verlängert, damit da gar keine Unruhe reinkommt, damit einfach, wie ich finde, jetzt auch zu einer richtigen Zeit ein Statement auch gesetzt wird und man da einfach ein Stück weit ruhiger in das jetzt wirklich finale Saisonviertel dann auch gehen kann. Ja, und auch das kann uns, glaube ich, nur gut tun. Und ein Spieler ist, glaube ich, da auch ein Stück weit beruhigter, wenn er weiß, dass er da im Sommer vielleicht nicht umziehen muss, je nach Konstellation mit Kindern, Kindergarten, Schule. Sind ja auch am Ende dann auch Menschen natürlich, ne? Also ich glaube, dass alle Parteien damit gut leben können. Auch ein Matthias Zimmermann, sonst hätte er den Vertrag ja auch nicht unterschrieben, um ehrlich zu sein. Eben. Er fühlt sich hier bei uns in Düsseldorf pudelwohl. Es ist wie seine zweite Heimat inzwischen. Hat er selbst, glaube ich, durchklingen lassen. Und folgerichtig, das Grundgerüst auch für die Zukunft wird weiterhin gestaltet, wurde durch diese 6 Verlängerungen entsprechend festgezurrt. Top, wie ich finde. Also, ich bin zufrieden. Auf jeden Fall freuen wir uns und das passt wunderbar. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Morgen, am morgigen Mittwoch, 20. März, wird um die Mittagszeit herum ein Testspiel der Fortuna stattfinden. Leider nicht die Möglichkeit, dass man sich das live anschauen kann, zumindest nicht vor Ort, aber in F95 TV auf YouTube könnt ihr euch das ganze Spiel wie gehabt anschauen und es geht gegen Almere City. Und ich glaube, wer kann besser diesen Verein beurteilen als du, Kotti, weil du hast ja noch Respekt dafür, im Anschluss an Osnabrück noch so eine kleine bis mittelgroße Holland-Tour gemacht mit 3 Spielen der Ehrendivision. Und da war ja unter anderem Almere City auch dabei. Und ja, jetzt sind wir ganz gespannt auf deinen Vorbericht. Richtig, richtig. Also es ist so gewesen, dass durch Zufall dieser Gegner ja zu dem Zeitpunkt noch nicht festgestanden hat. Die Fortuna hat es ja Ja. jetzt erst verkündet, dass wir uns Vitesse Arnheim gegen Almere angeschaut haben. Das Spiel ist 1:1 ausgegangen und um ehrlich zu sein, ja, ist das ein Gegner, den wir eigentlich, also zumindest das, was ich gesehen habe, der uns keine Angst und Bange macht. Und auch wenn er in der Ehrendivisie spielt, in der ersten holländischen Liga, ist es eine Mannschaft, die definitiv zu schlagen ist und wenn nicht sogar zu schlagen sein sollte. Das, was ich gesehen habe, war
Dürftig. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Naja, gut, aber wird ja auch ein Testspiel sein, wo eben ganz viele Akteure bei uns ja fehlen werden. Eher so ein bisschen als Spielpraxisthema für André Hoffmann, für Shinta Appelkamp. Das steht wahrscheinlich im Fokus. Vielleicht auch wieder Selbstvertrauen für Vince Vermey. Da schließt sich der Kreis. Vince Vermey hat da nämlich in der Jugend gespielt. Im Jahr 2007 bis 2009 war er dort vor Ort. Ja, und du hast es gerade gesagt, ja, Almere City ist da auch ein Aufsteiger in die Ehrendivision gewesen. Steht aber solide mit Platz 12 derzeit da, 26 Spiele und 30 Punkte hat man gesammelt. Insofern, ja, glaube ich, ein guter Sparringsgegner. Schauen wir mal, was da passiert. Bewerten aber wie immer ein Testspiel natürlich nicht über und auch nicht unter. Ne? So würde ich es auch einschätzen. Verzeihung, Frosch im Genau. Hals. Ja, was haben wir noch? Die zweite, die hat auch noch gespielt und leider das zweite Spiel in Folge verloren, gegen aber auch wieder ein Top-3-Team. Nachdem man ja auf dem Tivoli in Aachen verloren hat, hat man jetzt leider auch bei Fortuna Köln verloren. 1:4 und ja, ist weiterhin solide. Jetzt auf Platz 11 zwar ein bisschen abgerutscht mit 34 Punkten, aber 9 dicke Punkte vor den Abstiegsrängen. Also das sieht weiterhin sehr solide aus. Jetzt hat man die zwei Schwergewichte erstmal auch logischerweise vom Tableau. Und ja, dennoch waren die Fans unserer zweiten Munkelmann lauter als die von Fortuna Köln. Das ist garantiert. Das ist nicht nur Gemunkel. Aber ich kann dir sagen, woran es liegt. Denn zuvor hat ja unsere zweite jeweils zu null gespielt. Und das hat jetzt die erste Mannschaft übernommen. Und daher. Wenn das immer so einfach ist. Ja. Tja. So einfach ist das, ja. Nee, aber solange man da nicht nach unten schauen muss, tatsächlich, man hat sich da ja ein relativ gutes Polster erstmal erarbeitet. Und wenn es, dass man gegen die Top-Teams oben nicht alle gewinnen würde, das war, glaube ich, zu erwarten. Ja, Von alles daher, gut. kein Beinbruch. Passt. Genau. Ja, und dann haben wir noch ein Thema. Ja, wir blenden es direkt mal ein, was sicherlich sehr viele Fans, auch die Medien, sehr bewegt hat in den letzten Tagen. Und das ist dieses hier. Ja, ein Spendenprojekt, damit doch möglichst viele Geld spenden, um die Kaufoption von Christos Zollis in Höhe von den bekannten 5 Millionen Euro auch zu knacken und da zu unterstützen. Und ja, der Screenshot ist noch nicht so alt. Mittlerweile sind da wohl knapp 18.000 Euro zusammengekommen. Ja, ich glaube, da haben wir eine sehr konkrete Meinung. Der Grund dahinter wollen wir auch gerne erläutern. Wir haben das Thema ja auch relativ lange bei uns in der Facebook-Gruppe ausgeklammert und nicht zugelassen, weil ich sowas immer, wenn man es nicht prüfen kann, oder wir, da kann ich ja, glaube ich, im Kollektiv von uns allen sprechen, natürlich auch erstmal gerne verifiziert haben möchten, dass das sauber ist, dass sich da nicht jemand irgendwo mit so einer Aktion die Taschen voll macht. Man kennt die Hintergründe, man kennt den Menschen dahinter vielleicht nicht, auch wenn da ein Name steht, der interessanterweise bei uns auch in der Facebook-Gruppe ist, haben wir uns auch erlaubt, mal anzuschreiben mit der Option, dass er vielleicht sich auch dazu mal äußern kann, wenn er möchte, bei uns im Talk oder wo auch immer. Da kam bis dato noch nichts, kann ja vielleicht noch kommen. Und grundsätzlich sind wir da auch ein bisschen bei der Meinung natürlich hier vom Freddy von der Kurve des Westens. Ihr seht es auf der rechten Seite, der, wie wir finden, das recht gut zusammengefasst hat und einfach auch zu Recht davor warnt, jetzt irgendwo Geld hier in irgendwelche, ne, Institutionen oder irgendwelche Spendenaktionen online zu geben, wo man nicht wirklich weiß, wo es hingeht, weil es gibt ja die deutlich sicherere Möglichkeit, der Fortuna Geld zukommen zu lassen, in Form von Mitgliedschaften, die man verschenken kann, selber nutzen kann, wenn man es noch nicht hat, oder eben dem Fortuna E.V. entsprechend offiziell auch Gelder zukommen zu lassen. Deswegen sehe ich das sehr, sehr zwiegespalten und du wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, also es soll jetzt hier auch gar nicht darum gehen, dass wir hier wieder alles schlecht reden wollen, wie das von dem einen oder anderen ja auch schon in der Facebook-Gruppe tatsächlich ja vermutet wird, dass man immer dieses Negative sucht in allem. Es geht halt einfach darum, liebe Leute, dass man natürlich auch irgendwo einfach ein bisschen sich selbst auch schützen sollte. Ne? Also, wie du schon sagtest, ich will hier niemandem etwas Böses unterstellen. Das ist eine lustige Idee, die vielleicht auch tatsächlich aus einem Jux entstanden ist, die man gar nicht so ernst genommen hat, die jetzt sogar größere Wellen schlägt, als man sich das vielleicht ursprünglich gedacht hatte.
Aber am Ende ist es so, dass hier dieses Geld erstmal nicht bei der Fortuna ankommt, sondern bei dem Organisator dieser Crowdfunding-Aktion. Noch anders, sorry, wenn ich da reingrätsche. Wir wissen auch nicht, wie viel da an diese Organisation, die hier die Plattform stellt, Auch vielleicht das? dann auch abgegeben Auch werden muss. Das das? sind alles so Sachen, keine Ahnung. Da wäre ich halt sehr vorsichtig, da jetzt irgendwie Geld zu spenden. Wie gesagt, es gibt die viel, viel bessere und sichere Option. Und warum dann sowas nutzen? Klar, der Faktor hier mediale Aufmerksamkeit ist riesig und hat sicherlich auch im positiven Sinne. Es hat ja sowohl Sky, Bild, RP und weitere Medien das übernommen. Da wird darüber berichtet. Aber ich finde, du hast es zu Recht gesagt, da muss man einfach auch selber nachdenken und sich im Zweifel und sein Geld selber schützen und dann lieber das Geld auf den Wegen zukommen lassen, die halt sicherer sind oder die halt wirklich total abgesichert sind. Ja, wobei lassen wir uns überraschen, das, was wir so mitbekommen haben, vielleicht haben wir da in den nächsten Tagen tatsächlich mehr Informationen, vielleicht auch persönlich mit dem Organisator die Möglichkeit, uns mal auszutauschen. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also wie gesagt, wir wollen es gar nicht schlecht reden, aber in erster Linie erstmal vielleicht die Vernunft walten lassen, was nicht heißt, dass du... Oder dass man nicht, wenn man mehr Infos hat, dann vielleicht doch nochmal auch die Möglichkeit hat, einzusteigen. Richtig, und da sehen wir uns natürlich auch so ein bisschen mit in der Verantwortung, jetzt nicht alles hier wild zu posten oder vermeintlich durch unser Posten teilen, indirekt zu unterstützen. Ne? Also das, glaube ich, ist nochmal wichtig, das differenziert zu sehen. Und ja, insofern war uns das wichtig, hier auch nochmal als Thema aufzugreifen. Und ja, ihr müsst euch selber eure Meinung bilden. Wie gesagt, wir haben da eine Meinung und Genau. würden gerne zu einer weiteren, ja, Klarheit darauf auch entsprechend auch ja, helfen wollen. Genau, also nur darum geht es eigentlich. Am Ende ist es euer Geld, es ist euch überlassen, wenn ihr eine andere Meinung teilt, wie ja auch viele augenscheinlich das schon bereits getan haben, dann steht es euch selbstverständlich frei, das zu tun. Genau. Und ja, vielen Dank für hier auch das Lob, dass wir da entsprechend gut aufgeklärt haben. Ja, und der Rest ist, glaube ich, an der Stelle gesagt. Und ja, wir halten das Thema natürlich weiter im Auge. Definitiv. Richtig, richtig, richtig. Ja, wie schaut's aus? Haben wir noch irgendwas am Zettel? Nee, der ist jetzt endlich abgearbeitet. Das ist, glaube ich, eine der längsten News-Kategorien, die wir je hatten. Aber ich glaube, es war auch alles irgendwie doch wichtig genug, um es auch zu erzählen, oder? Absolut, definitiv wichtig. Und es ist ja dennoch nicht das Ende. Nee, Denn einen haben wir noch. einen haben wir noch. Wir haben ja eine kleine Auflösung noch zum Ende der Sendung versprochen, denn wir haben ja am Sonntag mal wieder so ein kleines, ja, Special hätte ich gesagt, mal wieder einen interessanten Interviewpartner, mit dem wir uns dann im Kreise über verschiedenste Themen mal unterhalten wollen, rund um unsere Fortuna natürlich auch und wie ich finde, ein sehr interessanter Gesprächspartner, den wir da bekommen. Genau, ich merke schon, Herr Kotti will die Katze nicht aus dem Sack lassen, überlässt mir diese Aufgabe und ja, spannen wir euch nicht zu lange auf die Folter. Es wird sein, der Gianni Costa von der RP, der hat uns zugesagt, ja, mit uns einfach mal ein bisschen unverbindlich zu quatschen, auch ja, nach Möglichkeit Fragen von euch, wenn ihr live dabei seid, zuzulassen. Ja, wir werden natürlich auch ein bisschen was vorbereiten, auch unsere Themen logischerweise platzieren und sind da ganz gespannt, ja, mit ihm da einfach mal einen losen, ungezwungenen Austausch zu haben. Hoffen, dass das ähnlich klappt und ähnlich viel Spaß macht, was wir aber sehr stark glauben, wie damals mit dem André Scheidt, wo wir ja auch das Special hatten, was ja auch, ja, dann auch zeitlich ein bisschen ausgeartet ist. Aber da sind wir flexibel und offen. Und ja, wir haben es jetzt schon häufig genug gesagt. Kommenden Sonntag, 24. März, Palmsonntag, ja, so gegen 13 Uhr hatte der Gianni uns gebeten. Wissen wir, ist nicht die christlichste Zeit am Sonntagmittag, aber wie gesagt, alles im Nachhinein auch on Tape und wir freuen uns total drauf, oder? Absolut, ja. Also wann hat man schon mal die Chance, da den Chefreporter Sport der Rheinischen Post ja tatsächlich Rede und Antwort zu stellen und entsprechend ja auch vielleicht kritische Fragen zu stellen. Also mal schauen. Ja, auch das gehört ja ein Stück weit dazu. Und ja, keine Richtig. Sorge, ich denke, da gehen wir alle fair miteinander um. Ich bin leider auch Gut. nur Zuschauer im Nachhinein. Ich bin nämlich in der Zeit nicht da. Ich bin nämlich im Urlaub. Und ja, insofern freue ich mich da schon, was der Kotti, der Felix und vielleicht auch der Thorsten, genaue Besetzung steht noch nicht ganz genau fest.
dann am Sonntag, ja, da entsprechend hier aufs Parkett bringen werden. Wir werden unsere beste Leistung performen. Definitiv. Ja, so viel dazu. Und ich glaube, dann sind wir auch am Ende der heutigen Sendung. Oder hast du Ja, noch mit was? schlanken 40 Minuten mal Ja, wieder. ihr kennt uns. Ihr kennt uns. Respekt dafür, dass ihr immer so lange durchhaltet. Und ja, wir sind da noch gespannt, wie sich das dann alles entwickelt bis zum nächsten Auswärtsspiel. Da kommt noch die Frage rein, sind wir auf dem Betzenberg? Ja, Teile von uns ja. Ich bin auf jeden Fall da. Der Thorsten überlegt meines Wissens noch und insofern sind wir auf jeden Fall präsent. Wenn nicht, wenn leider auch nicht wieder alle komplett. Das auf jeden Fall. Dazu dann aber natürlich nach der Länderspielpause in unserer Vorbereitung und unserem Ausblick dann auf das nächste Spiel. So sieht's aus. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche. Genau, ich bin dann nach Ostern wieder am Start und deswegen von mir schon mal euch allen schöne Osterfeiertage und die anderen Jungs seht ihr mindestens jetzt noch zweimal vor dem nächsten Heimspiel, wenn ihr wollt. Ciao, So ciao. sieht's aus. Macht's gut.